Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie auf unserem 29. Internationalen Dokumentarfilmfest München. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Film aus unserer Reihe Doc Music. Es ist ein Film, der am Freitag Open Air Premiere hatte, also zu unserem Open Air lief im Innenhof der HFF. Ich habe mir erzählen lassen, es war da schon sehr voll. Es hat nicht geregnet, jetzt haben wir das zweite Mal hier den Film Indoor laufen. Es ist auch sehr voll. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es ist eine Südkino-Filmproduktion, die Sie jetzt sehen. Sie sehen einen Film von Barbara Weber, Kofikschroer. Ich muss mal gucken, dass ich das ordentlich ausspreche. Ich bin ja nicht von hier. Der Film, also die Band, da muss man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, im Saal gibt es hier eine eingeschworene Fangemeinde und Sie sehen ja auch drei der Jungs bei uns in unserem Docfest-Trailer. Ja, und deswegen möchte ich aber trotzdem hier vorerst auf der Bühne Barbara Weber begrüßen, die Regisseurin des Films, Barbara Weber. Startet und dann startet erstmal nichts. Also ich hoffe, die viel auf dem Docfest unterwegs waren, dass ihr nach dem Trailer noch Lust habt auf meinen Film. Ich sage jetzt gar nicht viel dazu. Ich freue mich wahnsinnig, dass es so voll ist und wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, und bin gespannt auf die Reaktionen. Und die Band kommt dann auch noch. Magst du vielleicht ein paar Leute auf die Bühne holen? Also wir haben ja nicht so viel Platz hier, weil wir... Doch, natürlich will ich alle auf die Bühne holen. Also darf ich zwei, drei Dankesätze sagen? Ich weiß, das ist immer lästig, aber ich sag's jetzt doch. Also ganz vorneweg gab es einen Menschen, der ganz fest an das Projekt geglaubt hat und mit mir ins kalte Wasser gesprungen ist, und das ist der Hannes Kaltenhauser. Der Johannes Kaltenhauser. Der wunderbare Kameramann von diesem Film, der, finde ich, eine Kamera gemacht hat, die absolut richtig ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also was ich besonders mag, sind deine Porträtaufnahmen. Doch, ich sage jetzt da zwei Sätze dazu. Weil deine Bilder eine äußere, aber vor allem eine innere Schönheit zeigen. Und ich könnte manchmal in diese Porträts der Jungs eintauchen, weil es einfach so das Innere so spürbar wird. Und das macht den Film einfach auch sehr schön, sehr poetisch. Vielen Dank. Dann ist der Nächste in der chronologischen Reihe mein Dramaturg, der Hans Beller, den möchte ich auch runterbitten. Der hat nämlich, das Projekt war nämlich ein paar Mal mausetot in den 5 Jahren, und der Hans hat mir zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich am Verzweifeln war,
mit mir ein Rohmaterial geguckt und hat gesagt, du machst den Film fertig. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann doch alles weiter und es war einfach für mich eine unglaublich wertvolle Stütze und du bist einfach ein ganz toller Mentor für mich geworden. Herzlichen Dank, Hans. Dann gibt es natürlich ganz viele Leute noch aus der Südkino, eine wunderbare Firma, die einfach, ja, den auch mit so einem Spirit. Das ist so ein Geist, der passt auch zum Kofelgeschwur und ich bitte jetzt einfach mal alle Tonleute, den Tom, den Toni, die zum Teil Second Unit gemacht haben. Der kommt schon noch, warte, das ist ja die Krönung, der Herr König kriegt die Krone aufgesetzt. Also bitte mal alle vom Team runter, weil das ja auch euer Produkt mit ist, den Benny, alle Tonleute, Tom. Ich weiß, dass wir da eine riesen Schlange sind und wir euch alle fragen, wer ist jetzt was? Aber genau. So. Und jetzt kommt der Peter König. Der hat dem Film, finde ich, einen ganz tollen Rhythmus gegeben. Und wir haben viel gefightet. Wo bist denn Peter? Ich sehe dich gerade gar nicht. Wo bist du? Hier, komm nochmal runter. Also wir hatten einen sehr heftigen Disput, diese Spannung zwischen Spaß, Unterhaltung und aber auch der Tiefe zu finden. Und ich finde, dass diese Mischung einfach toll gelungen ist. Und das ist vor allem und in erster Linie dein Verdienst, Peter. Und das ist eine ganz tolle Leistung. Vielen Dank. So, und der Film wäre natürlich überhaupt nichts, wenn es nicht die Kofler gäbe. Diese widerspenstigen Wesen aus Oberammergau, einer fehlt. Nein, wo ist der Maxi? Ich sehe ihn nicht. Da. Komm's mal vor. So. Tolle Zeit gewesen, ihr habt ja selber gesehen, was das für wunderbare Menschen sind. Das ist also einfach hinreißend und mitreißend. Es war zwischendurch natürlich auch sehr anstrengend, aber es ist in allererster Linie auch einfach eine Ehre für mich gewesen, euch jetzt begleiten zu dürfen. Ich habe eine schöne Zeit mit euch gehabt. Ich danke euch wahnsinnig für euer Vertrauen, für diese Nähe, die ihr zugelassen habt. Und ihr habt mir ja auch zwischendurch die Stange gehalten, als ihr auch andere Angebote bekam. Zu der zweiten Hälfte der Produktion gab es Interessenten und Begehrlichkeiten. Und ihr habt mir die Treue gehalten und gesagt, nein, wir machen den Film mit dir fertig. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dafür möchte ich mich jetzt einfach hier auch nochmal ganz offiziell bedanken. Und ja, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Vielen Dank auch für Ihr Interesse. Es war eine tolle Stimmung und ich freue mich. Also mein Ziel war immer bei diesem Film, dass die Menschen mit einem kleinen Lächeln im Gesicht aus dem Kino gehen. Und wenn ich so hier rumschaue, dann ist es auch so und das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich habe vergessen. Okay, Barbara, ich hätte jetzt noch auch ein Filmgespräch gemacht, aber ich glaube,
glaube, das ist jetzt, weil es auch so schön jetzt rund ist, nicht so der Fall und jetzt auch nicht so angesagt gerade. Wir können jetzt noch reden, also ich weiß nicht, also, aber es ist vielleicht auch nicht so die Stimmung. Und ihr seid ja eh nicht so Fans vom Weg. Ich habe noch was, ihr wollt es auch sagen. Doch. Also, wir möchten uns auf jeden Fall auch nochmal bedanken bei der Barbara und beim Hannes für das Durchhaltevermögen, weil das wisst ihr nicht, das war da mal bestimmt 2 oder 3 Jahre Sendepause zwischen denen, zwischendrin. Und auch, glaubt, also der Hannes hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass er, also die Barbara und der Hannes haben sich ganz gut ergänzt und ich glaube, da waren so Szenen, da hat die Barbara nicht genug kriegen können und der Hannes hat dann das wieder ausgeglichen und umgekehrt, der hat dann gesagt, das passt schon, wir sind Zigeuner und ja und das ist, danke für alles, das war, ist gut geworden. Wir sind ganz froh, dass das gemacht hat. Und wir haben einen Blumenstrauß für Barbara, wir wissen ja mittlerweile, was deine Lieblingsfarbe ist. Natürlich das Wichtigste vergessen, weil der Film wäre jetzt heute nicht hier, wenn wir nicht doch Partner gefunden hätten dafür. Also er war fast mausetot und dann ist er wieder auferstanden und das verdanke ich dem BR. Ich hatte damals die Chance, mit dem Andreas Bönte vom BR zu sprechen und dann hat sich Hölzchen auf Stöckchen und wir haben den Film tatsächlich jetzt beim BR untergebracht. Er ist Co-Produzent und ohne euch gäbe es den auch nicht und dafür herzlichen Dank. Also auch in dieser 90 Minuten dafür. Dann, Hannes, magst du die Freibier-Sache ansagen? Das kann ich am besten. Freibier, bis das Geld weg ist. Thank you.